Jetzt dieser Schmied nochmal. Der ist doch hier. Ja. Hier war der. Und ist das dieser... Nee. Gut, mit dem können wir nichts, aber mit dem, da können wir jetzt auch was herstellen lassen. Und zwar wollte ich hier gucken, was fehlt uns? Silbererz. Achso, ja, stimmt. Da fehlt uns Silbererz und hierfür fehlt uns Pechdraht. Oh, da habe ich zu viel Pechdraht verkauft. Gucken wir mal gerade, ob er irgendwas hat von dem, was ich hier noch brauche. Pechdraht, genau 4. Also, ne, da müssen wir zack und 4 kaufen. Also, Pechdraht haben wir jetzt genug. Eisenerz brauchen wir nicht. Leder auch nicht. Der hat, glaube ich, nur das, was wir ihm verkauft haben. Ne, solides Tuch hat er auch noch. Das brauchen wir ja auch. Da kaufen wir mal gerade 5, komm. Dann haben wir davon jetzt schon mal genug solides Tuch. Dann brauchen wir jetzt noch... gehärtetes Leder. Shit, der hat nur 1. Und Silbererz brauchen wir auch noch. Gut, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was von dem bekommen, was wir brauchen. Was brauchen wir jetzt noch genau für diese zwei Sachen? Nee, ich wollte nicht handeln. Ich wollte noch mal was herstellen lassen. So. Moment. Hab ich dem das jetzt verkauft? Das Zeug. Oh, ich Idiot. Jetzt habe ich ihm das verkauft. Oh, ich dachte, das wäre dem seins. Was für Handwerkskunst. Teufel aber auch. Was ist jetzt mit dem Typ los? Schau dir. Oh. Laden. Achso, nee, da muss ich ja gucken. Oh, super. Also dann kaufen wir uns das Zeug wieder, was ich mir jetzt verkauft habe. Silbererz. 4 Stück hat er. Oh. Das reicht dann auch gerade für die Waffe. Ja, 4 Pechdraht. 5 solides Tuch. Und ein gehärtetes Leder. Sonst hat er nichts, was wir brauchen. Leider. Okay. Aber. Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Aber jetzt können wir. Nachdem wir 1000 Mal mit dem Typ geredet haben, können wir jetzt was herstellen. Und zwar das Schwert aus rotem Meteorit. Und zack. Damit hätten wir ein neues Hexerschwert. Silberschwert, meine ich. Und zack. Haben wir auch noch eine Rune für drauf? Nee. Sollen wir noch eine kaufen? Ja, komm, wir kaufen dann schnell noch eine. Reden wir schon wieder mit dem Typ. Runen gibt's da. Rune der Sonne, Schaden. Die macht auch Schaden. Was machen die? Oh, die hier ist ziemlich gut, aber die kostet relativ viel. Nee. Dann lieber die hier. Die kaufen wir. So, und jetzt will ich aber auch noch mit dem Typ würfeln. Ich möchte würfeln. Ich spiele erst dann gegen dich, wenn du den Wirt und Sessel... Ah, der ist nochmal eine Runde besser, okay? Dann müssen wir als allererstes also gegen den Wirt kämpfen. Das könnten wir eigentlich auch jetzt direkt mal machen, bevor wir... bevor wir die Quest angehen. Dann gehen wir mal zum Wirt und spielen gegen den Würfelpoker. Jetzt muss ich den noch finden. Der ist... Ah ja, da sind wir schon. Hier sind wir schon richtig. Da ist ja die Kneipe. So. Wieso leckt das jetzt? Aha. Das ist auch schon wieder vorbei. Und dann spielen wir mal eine Runde gegen den Wirt. Ach so, stimmt. Hier muss man ja mal zuerst noch eine Runde runtergehen. Aber jetzt spielen wir gegen den Wirt. Halt du mal dein Maul. So, jetzt reden wir mit dem. Womit kann ich dienen? Würfeln. Ich möchte würfeln. Besiege Brunon Bix und Cornelius Meyer. Oh. Wenn du das schaffst, glaube ich dir, dass du was kannst. Dann spiel... Na super. Menschenfrauen brauchen sich... Jetzt haben wir aber die Quest Poker-Gesichtwerken. Dann aktivieren wir die mal. Das müsste uns ja dann eigentlich zu den Leuten führen. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder raus aus der Kneipe.
will keiner mehr was von deinen fliegenden. Und fang dann an mit den Poker. Da machen wir erstmal die Poker-Quest. Okay, die sind da oben irgendwo. Dann gehen wir mal dahin. Dann müssen wir hier hoch, oder? Ja. Wagen ist irgendwie ein bisschen komisch, darum zu rennen. Da ist die Karte ist ein bisschen komisch. Die zeigt die Wege nicht so super an. So, hier können wir nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen hier links, oder sind die da oben in einem Haus drin? Das kann natürlich auch sein. Dann gehen wir mal hier rein. Kann sein, dass die hier drin sind. In dem Haus. Ja, da sitzen doch zwei. Das sind sie dann wahrscheinlich. So, dann rauben wir zuerst mal wieder alles aus. Das kennen wir ja schon. Was haben wir da? Da haben wir wieder Haufen Bücher drin. Müssen demnächst mal Bücher verkaufen. Wir finden immer nur Leder. Ich hätte mal gern gehärtetes Leder, um die Kairan-Rüstung herzustellen. So. Spielt ihr Würfel? Freilich. Wir zwei und der Gehilfe vom Schmied. Mehr nicht? In Vergen gibt es noch Cecil Burden und den Wirt. Aber die spielen nicht mit dir, wenn du dich ihrer nicht würdig erweist. Du müsstest gegen uns gewinnen. Dann zeig mal, was ihr könnt. Zuerst ich. So, dann hauen wir da mal raus. Niedriger Einsatz. Wie immer. Und zack. Was haben wir? Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Naja, was hat er? Oh, er hat so ziemlich das gleiche wie mir. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass wir jetzt nochmal was Gutes kriegen. Kann sein. Du hast gewonnen. Sehr schön. Direkt beim ersten Mal gewonnen. Das hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht bei den Würfelspielen. Ich will Revanche. Ja, ja, du willst Revanche, ist mir egal. Ich spiele jetzt gegen Brunnen Big. Wie Brunnen Bix oder wie er heißt. Dann zocken wir nochmal eine Runde gegen den. So. Oh, jetzt fällt mir gerade auf, jetzt haben wir keine 4000 mehr. Da wir so viel gekauft haben. Oh, sieht schlecht bei mir aus. Bei ihm sieht's besser aus. Ich würfel nochmal mit allen. Mit zwei Einern kann ich eh nichts anfangen. Er hat schon mehr wie zwei Einer. Von daher. Und zack. Haben wir jetzt was? Wir haben wieder zwei Einer. Ja, du hast verloren. Klar. Alter, der hatte fünf. Du hast verloren. Der hatte einen Fünfer. Der hatte fünfmal so, einen Würfel mit einer 3 drauf. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, das war komisch geworfen. Aber, naja, immerhin. Okay, er hat schon mal ein bisschen mehr wie mir. Das ist schade. Und zack. Hey, wieso? Ja, natürlich. Wieso hat er nur den einen mitgenommen? Du hast verloren. Ja, ja. Das ist schade, dass man hier nicht direkt wieder Revanche fordern kann, sondern... Ups. So, jetzt habe ich Adieu gedrückt. So, dass man den immer nochmal direkt ansprechen muss und so weiter. Das dauert immer noch ein bisschen. Und zack. Nein, ein Würfel ist raus. Aber wir haben schon mal nur mit 4 Würfeln gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir würfeln nochmal mit den 3 hier, komm. Hoffe ich mal, dass ich was treffe jetzt. Oh, haben wir, glaube ich, auch. Hahaha! Und schon wieder nur mit 4 Würfeln gewonnen. Ich glaube, ich schmeiß jetzt ab sofort... Ne, krieg's nicht. Ich glaube, ab sofort, kicke ich immer einen Würfel raus, um, ja, dann gewinne ich... Sonst verliere ich. So, ich weiß, hier ist keiner drin. Ich gehe einfach nur rein, um mal alles auszurauben. Vielleicht finden wir ja irgendwo mal solides Tuch. Hier waren Orens drin noch. Sonst nichts mehr. Gut. Und wir sind ja hier auch direkt beim Schmied, also bei dem Gehilfentyp. Dann können wir auch direkt alles verkaufen. Das ist ja eine gute Sache. So, da ist was drin. Ach ne, hier können wir aber Leder. Aber nur normales Leder. Oh. Du wirst noch tot umfallen. Ja, da ist ja ein Typ.
Pechdraht ist hier drin, aber Pechdraht brauchen wir momentan keins. Oh, keiner hat gehärtetes Leder, ey, wieso? Dann gehen wir das Zeug jetzt noch bei den Schmied hier verkaufen. Schau dir meine Waren an. Ja, ja. Gegen den können wir ja leider noch keinen Würfelpoker spielen. Das ist unser hier. So. Jetzt gehen wir wieder Zeug verkaufen. Leder, so viel brauchen wir nicht. Verkaufen wir mal 10. Oder komm, das mache ich offscreen. Ich verkaufe jetzt offscreen alles. Und das war's dann erstmal wieder mit Let's Play The Witcher 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zum Abschluss vom Video noch mal ganz kurz was. Ich hatte verkauft beim Schmieden, hab mir gedacht, ah, das andere Haus, das hier steht, könntest du auch noch gerade ausrauben. Da war das zufälligerweise gerade das von Philippe Eilhardt, von der Magierin, da waren wir auch vorher schon drin. Das habe ich jetzt nur ausgeraubt, ein bisschen was gefunden, nur unnötiges Zeug. Hartes Leder, gehärtetes Leder war keins dabei. Aber es ist was Interessantes passiert, nämlich das Hexer-Amulett hat ausgeschlagen. Also das hatte ja schon ausgeschlagen, als wir hier eben rein waren. Da war ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob es ausgeschlagen hat. Aber da hatte der Hexer ja kurz gestutzt und jetzt ist es eben wieder ausgeschlagen. Als ich hier an ihr vorbeigerannt bin. Das heißt, die hat irgendwas zu verbergen. Und jetzt aber bis zum nächsten Mal. Ciao.